Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Nach dem Champ ist vor dem Postgame. Legen wir los. Ja, unser Team ist wieder geheilt. Wie immer nach dem Champ-Kampf. Ihr habt das echt toll gemacht, Leute. Die zweite Taktik war einfach die beste. Beim ersten Mal ging leider sehr viel schief. Schraubsel, MC Renovain hat endlich gesucht. Toll. Er meinte, du solltest unbedingt nach Blitzach kommen und von dort das Schiff nehmen. Doch ungeduldig wie er nun mal ist, war er auch schon auf und davon, ehe ich ihn nach mehr Informationen fragen konnte. Ach übrigens, kommst du gut voran mit der Aufgabe, was so Albe dir anvertraut hat? Das werden wir jetzt feststellen, Mutter. Wir haben 145 Pokémon gesehen. Das heißt, uns fehlen 5. Welche wären denn das? Mal kurz gucken, was fehlt uns denn? Was fehlt uns? Ich hoffe nur ganz hinten, was bei den Legendären. Wir wissen, wo wir die Dialga kriegen können. Die Seen-Legendären fehlen uns noch. Das sind dann schon mal 4. Und was das letzte? Das ist gerade ein Rätsel. Aber wir werden es gleich haben. Wir werden es gleich haben. Haben wir alles gesehen? Jawohl. Wir haben Riolu nicht gesehen und irgendwas zwischen Relaxo und Riolu. Hä? Riolu müssen wir ausbrüten. Das können wir machen nebenher. Das ist nicht das Problem. Aber was ist denn die 114? Muss man schlaues Handy da. Ich will jetzt ganz kurz wissen, was ist denn die... Hallo? Was ist Sinnoh Nummer 114? Wieso habe ich es nicht gesehen? Sinnoh Dex Nummer 114. Was bist du? Liste der Pokémon nach Sinnoh Pokédex. Mach mal auf hier, Pokewiki. Ich mache gerade mal live mit, die 114. Oh ja, scheiß Cookies. Die 114 ist Incognito. Ja, das können wir eigentlich ganz schnell machen. Ich weiß, wo es das gibt. Er wollte mir eh noch reden in die Ruinen von Trostu, nicht wahr? Dann würde ich sagen, wir machen in dieser Folge die Seenlegendären. Ich werde es aber nicht fangen, ich werde sie nur besiegen, weil ich mag die drei nicht. Tut mir leid. Und es langt ja, wenn ihr sie seht. Ich muss sie ja nicht zwangsweise fangen. Riolu, wir nehmen das einmal schnell mit. Das kann man ja super machen. Dann fliegt derweil Lassie raus. Ja. Ich habe übrigens auch einen Tentoxa gefangen mit ein paar guten IVs. Da kam diese andere Animation. Ja, unser Azumare. Leider. Leider nein. So, gut, dann haben wir das Ei dabei. Dann packen wir das einmal nach unten. Ja. Kann das Ei da vor sich hin brüten. Und wir werden jetzt die Seen-Pokémon uns mal holen. Wie gesagt, ich werde sie nur besiegen, ich werde sie nicht fangen. Zwei davon sind sowieso. Nee, eins davon ist, glaube ich, ein Wander-Pokémon. Es ist also relativ... Komme ich denn da überhaupt hin? Ah ja, ich kann surfen. Okay. So, das heißt, ich werde auch nicht speichern, sondern ich werde es einfach besiegen. Peace! Bestbrett ist davon geflogen. Toll. Schraubsel, das war doch gerade der Bestbrett, oder etwa nicht? In der Bibliothek von Fleetburg habe ich dir aufgetragen, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln, was du erfolgreich erledigt hast. Doch leider liefern diese Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum sich nur bestimmte Pokémon entwickeln können. Letztlich habe ich nun noch mehr Fragen, die ich eine Antwort suche. Naja, es hat auch sein Gutes, denn so bleibt die Arbeit zumindest spannend. Ah, Schraubsel, warum suchst du nicht nach Vesprit? Mir schien es so, als wollte es mit dir spielen. Die Landkarten-App von Pocket sollte dir den Aufenthaltsort des Pokémon anzeigen können. Also gut, Schraubsel, auf deinen Reisen begegnest du bestimmt noch vielen verschiedenen Menschen und Pokémon. Diese Begegnungen werden dir viele aufregende Momente schenken. Ja, aber wegen diesen blöden Wegrennen habe ich da keinen Bock drauf. Genieße es in vollen Zügen. Bis dann, Schraubsel. Wir werden aber alle drei diese Folge noch platt machen.
Das geht mir jetzt nur um den Nationaldex, dass wir den haben, um den Ramanas parken zu können. Wir sollten daher auch mal kurz das hier aufmachen und die Karten-App öffnen. Wo ist denn der Quatsch? Karte. Karte. Da. Seht ihr, wo der Blödmann ist? Da oben. Komme ich jetzt so einfach ohnehin nicht hin. So. Dann lass uns mal fliegen. Warum bin ich hier hin? Das wäre doof. Weil wir brauchen natürlich auch Schutz. Und ich habe eine Idee, wo wir das am besten machen können. Nämlich hier bei Jubelstadt. Also immer wieder raus, rein, raus, rein, raus, rein. Bis es da ist. Wir sind Schutz an und dann pff, Gibi. Geht ganz schnell. Und in der Zeit kann das Ei auch schon ein paar Schritte sammeln. So. Ich hätte gerne etwas Schutz. Gib mir mal so 5 Topfschutz, das sollte reichen. So. Danke. Tschüss. Könnten unser Fossil noch machen eigentlich, ne? So, wo ist der jetzt? Da, okay, gehen wir runter. Nein. 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 Boah, ich hasse weglaufende Pokémon. Nicht in der Nähe, ja, das bist du. War nicht da, wo ich bin. Jetzt bist du da, wo ich wäre. Du bist doch ein Arschloch. Ich hasse weglaufende Pokémon. Jetzt ist es da, wo ich bin. Sehr gut. Das heißt Beutel... war das hier Schutz? War das in der Trainingstasche oder was? Schutz? Ja. Was das mit Training zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber... passt schon. Ja, wo bist du denn? Wie viele Felder gibt es hier eigentlich noch? Da unten ist noch eins, da ist noch eins. Oh, Vesprit. Ist denn der? Das gibt's doch gar nicht. Ja, toll, bin ich in die Stadt gegangen. Das war doof. Wir sind jetzt nicht gespawnt. Ich hasse das. Oh Gott. Das Schlimme ist, wir brauchen halt für den Nationaldex. Ich kann jetzt nicht auslassen. Komm her. Warte mal. Jetzt komm her, du dummes Viech. Das gibt's doch nicht. Na, willst du mich verarschen, Kollege? Schieb es deinen Arsch hierher. Okay, wisst ihr was? Das wird mir jetzt zu blöd. Das wird mir jetzt zu blöd. Wir gehen jetzt die anderen beiden erstmal platt machen. So, wir wollen nach Blitzach. Ja, aber das ist auch der See. Da will ich jetzt hin. Ja. Das ist mir jetzt zu blöd. Das dumme Viech, ey. Jetzt sind wir da unten bei Jubelstadt. Willst du mich eigentlich verarschen, du hässliches Mistvieh? Drei hasse. Na, das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt zu dem anderen See, habe ich beschlossen. Lass doch nicht verarschen von dir. Und in der Folge noch ein bisschen was erreichen, Mann. Und noch die Ruinen von Trostu machen. Die ich so lange vernachlässigt habe. Dann muss ich noch Giratina angehen und den Ramanas Park. Aber das können wir eben erst, wenn wir den blöden Nationaldex voll haben.
Ich deck mich mit Superschuss eines Kracht, ey. Wisst ihr noch, wie MC Reno hier fertig gemacht wurde? Von Commander Jupiter. So. Selfe. Self! Aber coole Kampfarena. Psychokinese! Heißt, du bist auch Psycho. Die meisten machen die hier schon vor dem Top 4, ich halt nicht. Tschüss! Ja, das war volle Absicht bei mir gerade. Auch wenn ihr mich dafür vielleicht schlagen wollt. Ich mag die drei halt nicht. Ich brauche die nicht. Tschüss. So. Probieren wir gerade nochmal die Scheiße in Jubelstadt. Alter, wischen wir den. Ich versteh's nicht. Wo war denn der? Wieso ist der nicht gespawnt? Oder spawnt der bei Top-Schutz nicht? Haben wir das hier so eingestellt, dass das nicht funktioniert? Das wäre ziemlich scheiße, ne? Hey, er ist fast in der Nähe. Ja. Nein. Oh, ich hasse es. War da wieder ab oder was? Das ist doch. Ich hasse Wander-Pokémon. Wer hat sich sowas eigentlich ausgedacht? Das ging mir schon bei Entei, Suicune und Raikou auf den Zeiger damals. Und bei Latias und Latios. Ich musste das Wixie doch nur einmal sehen. Jetzt gammelt er da oben rum, am Arsch der Welt, wo ich nicht so schnell hinkomme. Ich hasse, ne? Was es verdient, von mir ausgerottet zu werden. Komm endlich her, du feiges Stück. Ich seh ihn so sehr. Das ist die falsche Richtung. Dieses Vieh hasse. Ich es hasse. Er kommt da doch einfach nicht hierher, ne? Oh. Der kommt nicht hierher. Könnt er knicken. Was ist da unten? Kommt er jetzt vielleicht mal hierher auf die Route? Nein! Es kommt doch her! Koller, ey. Verschwenden wir gerade wirklich die gesamte Folge, damit dieses Mistviech zu kriegen? Jetzt wäre er da, wo wir sind. Ich hasse dich so sehr. Oh, jetzt komm doch mal hierher. Oh, der will mich doch verarschen, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Boah, wie hässlich kann man sein? Jetzt komm doch her! Alter. Hasse dich so sehr.
Jetzt mal im Ernst, spawnt der nicht, wenn man Topschutz anhat? Darf man keinen Schutz anhaben? Bescheuert wäre das denn bitte? Wir sollen das ganze System noch bekloppter machen. Ja, dann lass es mal aus. Aber wie? Ich treffe den jetzt nicht. Also wenn das stimmt, dass Schutz dafür sorgt, dass man die nicht treffen kann, dann kotze ich. Ehrlich, das ist doch einfach nur grundbehindert, dieses System. Das ist doch einfach von Idioten erschaffen worden. Mal ganz im Ernst. Das hat doch irgendwer geschaffen, der Menschen einfach hasst. Alter. Und wie gesagt, wir brauchen dieses Wichsviech für den Nationaldecks. Es geht nicht ohne. Jetzt eigentlich nach der Liga neue Klamotten? Umgefragt? Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, mal gucken. Ihr habt nichts Neues. Ja, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In den Credits gibt es Outfits, die man so gar nicht hat. In den Credits gibt es original ein Outfit, das man so gar nicht kriegen kann. Das war interessant, oder? Wenn da einer mehr zu weiß, könnt ihr mir das ja sagen. Ich gehe jetzt zum letzten See und dann gehe ich in die Trostruinen. Dieses Wichsviech kann mich da mal kreuzweise. Wenn es aus Zufall auf derselben Route ist, dann kümmere ich mich drum. Wenn nicht, dann kannst du mich, wie gesagt, mal gerne haben. Und hier müsst jetzt irgendwo eigentlich Richtung Giratinas Höhle gehen. Aber ich glaube, das braucht man auch den Nationaldex. Den wir ja nicht kriegen können, wir Westbrit nicht treffen. Gegenüber diesen Pokémon empfinde ich einfach nur Hass. Und deswegen bringe ich sie alle drei um. Weil sie einfach nur hässlich sind. Die haben es gar nicht verdient, am Pokéball zu landen. Turbo ist noch der coolste von den dreien, aber Westbrit ist einfach nur hässlich. Das erste Mal ist ein See der Kühnheitssee mit Wasser gefüllt. So. Du musst jetzt zu deinem Bruder, der Schwester oder was auch immer es ist, leiden. Turbo! Hat sogar überlebt. Ja, weißt du was, wenn du schon überlebst, dann darfst du auch mal einen Finsterball schmecken. Nicht diese Folge einfach grenzenloser Hass auf Westbrit. Wenn du bei 40 nicht drin geblieben bist, stirbst du.
Nur so eine Ansage von mir, ne? Mehr als 10 Bälle schmeiße ich nicht auf dich. Kannst du knicken. Ja, mach so weiter. Mach so weiter, dann bist du gleich Geschichte. Gute Wahl. Seht, da haben wir doch eins von den 3 nutzlosesten Pokémon des Spiels gefangen. Tobolz, das Willenskraft-Pokémon. Man vermutet, dass Selfe, Vesprit und Tobolz alle demselben Ei entsprungen sind. Warum ist Vesprit denn so ein Arschloch? Ja, eine Box. Die 3 sowieso alle auf Home, von daher ist es mir wirklich wurscht, ob ich das Ding fange oder nicht. So. Trostu. Wo waren das da? Trostu-Ruin. Du musst wahrscheinlich Kognito. Vieles in der Höhle sowieso nicht. So, aber ganz kurz gucken, ob Vesprit in der Nähe ist. Nicht einmal ansatzweise. Das ist mir auch nicht einmal ansatzweise wichtig. So, ich gehe erstmal hier hin. Ich hab's euch ja vorenthalten. Das werden wir jetzt korrigieren. So. Die Trostru-Ruinen. Hier gibt es jede Menge Wege. Das ist ein bisschen verwirrend. Hier kann man. Sprudel des Schutzwerts. Und hier kann man eben Icognito fangen. Alle übrigens. Es gibt hier alle verschiedenen Formen. Und Trainer gibt es hier auch. Irgendwas seltsam in diesen Ruinen, doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher mal zu Hause vorbei, dann gebe ich dir meine Ballkapseln, die kannst du deinem Stickern verzieren. Nein. Nein. Wir werden nie wieder an einem Superwettbewerb teilnehmen, daher ist mir das ziemlich egal. So, kann man Icognito spawnen, ne? Just saying. Die Himmelhose von Icognito, das muss einen Grund haben. Aber mir will partout keiner einfallen. Ah, vielleicht erinnert ja ein Kampf mein Frust. Wie schwach seid ihr? Man hätte ja wirklich früh hier schon reingehen können, aber. das hat mir halt nicht gealle für 16. Oh, wow. Bronzel! Ach, mach du mal, Frostetje. Du hattest keine Chance zu glänzen bei den Top 4, dann darfst du jetzt wenigstens ein bisschen mitmischen. Du bist immerhin auch schon fast an Level 70. Spukball! Kleinstein. Ach ja, komm, was soll's. Der bekommt einen Eisstrahl ab, dann ist er schon tot. Lohnt sich nicht. Komm, beiß einfach zu. Ist egal. <lacht> 45 EP. Au. Jetzt, wo ich verloren habe, bin ich erst recht frustriert. Kann ich nachvollziehen, ist mir aber relativ egal, weil ich suche nur Icognito, aber spawnt nicht. Also heute muss ich einfach nur alles verarschen, oder? Ich habe keinen Topschuss an. Überhaupt nicht. Endlich! Das E! Das E Icognito. Und nein, wir werden nicht alle 28, die es da gibt, fangen. Gibt doch noch Ausrufezeichen und Fragezeichen. Dann hier. Finsterball!
Sehr gut. Inkognito, das Symbol-Pokémon. Diese Pokémon haften immer zu anwenden und scheinen telepathisch miteinander zu kommunizieren. Ja, nein. Nein, ach, Quatsch, nein. Box. Oh. Gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Können wir weiter nach unten? Ein Riesenpilz. Aber ich glaube, allzu viel mehr Spannendes gibt's hier dann auch nicht. Und dann können wir auch wieder gehen. Gibt halt ein paar Items hier, okay, aber... Dient halt hauptsächlich dazu, die Inkognito zu fangen. Ein Fluchtseil! Können wir uns den Rest des Parts auch nochmal mit Vesprit beschäftigen. Wo ist hier raus, verdammt? Ich will raus! Nein, das ist nicht raus. Da. Das waren diese bekackten Ruinen. Wir müssen noch bei der Pension vorbeigucken, was da eigentlich los ist. Ich weiß noch gar nicht mehr, wo die war. Ich weiß leider nicht mehr, wo die Pension... hier, glaube ich, ne? Was? Ach, du bist es. Wir haben uns vielleicht mit Pokémon gekümmert und Tops hat ein Ei. Weiß. Möchtest du es an dich nehmen? Nein. Dann behalte ich es, okay? Oder möchtest du auch... Nein. Danke. Bitteschön. Wie weit seid ihr eigentlich gelevelt inzwischen? Wen hab ich überhaupt da gelassen? Ach, du bist es. Schön, dich zu sehen. Wie es deinem Pokémon geht, fragst du? Möchtest du Pokémon mitnehmen? Ja... Oh, wow, ihr habt gar nicht gelevelt. Okay, gut. Diese Pension ist für den Arsch. Nur noch für Züchten geeignet, alles andere entfernt. Das ist, wow. Ich bin, wow. Bin begeistert. Oder so ähnlich. Bei Jubelstadt, wohin ich da jetzt hinfliege, ist er auch gleich wieder weg. 100 Pro. Dann ist er wieder am Arsch der Welt. Nächste Folge gibt es dann Safe Giratina. Ein Pokémon, das mich auch wirklich interessiert. Ja? Jetzt kommt auch her! Das Viech hasse. Es ist der blanke Hass. Ah, da geht's in die richtige Richtung. Ja, komm hier. Trau dich, Vesprit. Scheiße. Scheiße. Ich will nicht glauben, dass es mit Topschutz nicht geht. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist noch behinderter als früher. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wo ist denn der? Sag mal. Hier sind doch nicht so viele Felder. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch verarsche.
Das ist doch einfach nur verarscht, jetzt mal im Ernst. Ich habe keinen Schutz mehr übrigens. Ich habe auch keinen normalen Schutz. Doch, den normalen Schutz habe ich noch. Ja, jetzt mal ernsthaft, das kann doch überhaupt nicht sein. Letzte große Hoffnung, das Schutzband, bevor der wieder abhaut. Und dann mache ich Partende. Ey, das ist doch Verarsche, oder? Das ist doch schlicht und ergreifend Betrug. Ich bin zweimal durch alle Felder geraten, der war nicht da. Ja, was soll ich noch machen? Das war angeblich noch hier. Ja. Also die Chance lebt doch noch zu finden. Aber wir finden ihn nicht. Da oder ist er weg? Ja. Nee, also ganz ehrlich, das ist... Nee. Ich sag dann hier mal danke fürs dabei sein, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Ansonsten, keine Ahnung, was wir mit Westbrit machen sollen. Er ist eins der letzten Puzzleteile für den Nationaldecks und wenn er einfach nicht spawnen möchte, obwohl ich Schutz anhab und alles, dann kann ich es beim besten Willen nicht ändern. In dem Sinne, macht's nicht gut, besser, bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.